Etwas mehr als 600 Abonnenten und endlich über 50.000 Klicks. Es hat ein wenig gedauert, aber es ist passiert und wir hatten vor einigen Monaten mal gesagt, wenn wir die 50.000 Klicks schaffen oder wahlweise die 100 Facebook-Abonnenten, was dann wohl bei 89, nee, was, 98, glaube ich, stehen geblieben ist. Sehr bitter. Werden wir eine neue Idee offenbaren und welche das ist, wird euch meine bessere Hälfte sagen. Genau, diese Idee habt ihr vielleicht in anderer Form schon mal auf anderen Kanälen gesehen, doch jetzt machen wir es auch in völlig neuer Form und mit unserem unverkennbaren Humor. Und zwar wird es darum gehen, dass wir eine anfängliche, auf jeden Fall monatliche Top 5 oder Top 10 Compilation machen wollen. Aus welchen Szenen fragt ihr euch jetzt sicherlich? Aus euren Szenen. Und zwar sollt ihr uns eure lustigen, witzigen Gameplay-Szenen zuschicken, egal ob von dem PC, Xbox oder PlayStation. Und wir werden die uns dann anschauen und im gemütlichen Kreise besprechen und dann kommentieren. Und dann danach wieder online stellen. Und wie gesagt, am Anfang wollen wir erstmal gucken, wie das läuft, wie viele Szenen wir zusammenbekommen. Umso mehr natürlich, umso besser. Angepeilt ist auf jeden Fall eine Top 10 Compilation. Und der Koro wird euch jetzt auf jeden Fall mal erzählen, wie ihr uns die Szenen zuschicken könnt. Koro, das bin ich. Flamme an. Ja, entweder, also es gibt mehrere Möglichkeiten, entweder ihr schickt uns das per Mail an, ich glaube, twobrokenerds@googlemail.com, richtig? Richtig. Richtig. Oder als private Nachricht bei Facebook, das geht auch. Oder ihr schickt uns eine Nachricht über YouTube selbst. Nur bitte beachten, mehrere Dinge sogar. Wenn ihr was habt, dann schickt es nicht an alle drei Sachen gleichzeitig, damit wir es auch unbedingt sehen. Es reicht, wenn ihr es bei einer dieser drei Möglichkeiten macht und wir werden es definitiv sehen. Und noch viel wichtiger, bitte schickt uns keine ganzen unkommentierten Videos oder sowas, die jetzt 30 Minuten gehen unter dem Namen Let's Play sowieso, sondern sagt uns, wenn es schon ein ganzes Video ist, genau an welcher Stelle die Szene ungefähr beginnt und wo sie aufhört. Und solltet ihr selber was zusammengeschnitten haben, also eine bestimmte Szene jetzt, dann achtet auch darauf, dass sie ein bisschen Vorlauf hat, also dass wir das schön zusammenschneiden können. Und das war's dann eigentlich schon. Alles Wichtige kommt dann nochmal unten in die Description. Und wie Anritten schon sagte, wir schauen erstmal, ob das klappt. Und wenn die Anteilnahme von euch recht gering ausfällt, dann war's das wohl wieder. Aber man kann ja mal schauen. Und von daher reicht diese Idee doch gerne rum an eure Freunde. Und vielleicht kriegen wir dann ein bisschen mehr zusammen. Das Format ist ja nicht neu. Das gibt es ja schon ein bisschen öfters. Zum Beispiel von The Russian Badger. Kennt vielleicht ein paar. Und ja, jetzt habt ihr auch mal die Chance, dann selbst publik zu werden auf YouTube durch sowas. Von daher nutzt diese Chance und vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, wir freuen uns auf eure Videos und mitmachen darf natürlich jeder außer wir. Schade. Dabei spielen wir doch so viel. Schluss jetzt. Auf Wiedersehen. Tschö.